Ferner Kartäuser deputiert nach Gemengekonseille von Kärsching auch hier als Co-Spitzenkandidat für seine Partei, die er am Süden. Schon sicher, dass hier auch schon nur ein bisschen mehr länger in der Politik. Und ich fand ganz amüsant, von heute Vertreter und der geringer Partei, wo man mal sieht, 1 Million und so weiter, mit einem Platz für noch 350.000 zusätzliche Leute am Land, für das nur von der geringer Seite können. Und das tut mit Umweltschutz und einer Nachhaltigkeit eigentlich gar nicht mehr zu dienen. Das Problem ist ja, dass auch wenn wir bei der Million sind, die den Herrn Turmes nicht mehr feiert, da geht es schon vier. Und solange wir nicht reformieren, solange wir 2,5 aktiv Personen brauchen, wie eine Pension zu bezahlen, ist das schon immer ein System, den auch bei der Million nicht abhält. Also muss man gucken, wie zu reformieren. Was wir proposieren als ADR, ist, dass wir ein Referendum darüber machen. Wir wollen einfach eine breit öffentliche Diskussion. Das ist auch gut, dass wir nur ein Teil mal das Sujet ausschwätzen an dieser Runde. Weil wir wollen einfach Leute aufmerksam machen, dass wir müssen, wenn wir wollen, aus dem Durstszenario raus, aus dem abgezwungenen Wurstum, muss man einfach Decisionen holen am Land, auch Courage für Reformen und Visionen wie in Zukunft zu tun, die nicht einfach nur darüber rausläuft. Wir machen in Geneva, wir machen, das sind alles Hohlfloskeln. Wir müssen reformieren, für das man nicht an dem Durstszenario bleiben. Heute so, also wir das heißt die Überraschung, mit Leute, die 10 Jahre in der Regierung sind. Und 10 Jahre die Verantwortung wird Land und so, und dann ja, wir müssen vielleicht gucken, dass wir da mehr koordinieren, dass wir mehr Kompetenzen haben, dass wir in Zukunft müssen mehr effizient gehen. Nur 10 Jahre, wo sie an der Regierung wären. Und da muss man sich vor, was haben sie an die 10 Jahre gemacht? Sie haben die Prozedure geliefert, sie haben selber zum Teil die Gesetze gemacht, die sie heute halt kritisieren. Es ist schon so, dass eigentlich die Diversifikation vom Land angeht, an die lösen oder mehr kontrollierte Wurstum, die wir uns alle aber wünschen. Da muss ich einfach so, was tun wir dann in industrielle Projekte in den letzten 10 Jahren hier im Land kriegt? Wir hatten eine Joghurtfabrik, die nicht funktioniert. Wir haben ein Projekt von Holzplatten, die nicht funktioniert haben. Wir haben ein Projekt an der Informatik, wo man nicht wissen, wie das vorgeht, während dann der Wallonie ein paar Datenzentren gemerkt gehen. Wo ist eigentlich der Bilan von der Industriepolitik an den letzten Jahren? Was ist eigentlich gemerkt gehen? Das ist schwer, da etwas zu sehen. Wir wollen nicht fertig sprechen, und das ist auch angeklungen, für eine Strategie, für das zu merken, was als Industrie oder als Industrie, als kleiner Mittelbetrieb, als Handwerksbetrieb wirklich brauchen, die sich wollen ausdehnen, nämlich so ein Artisanal und so weiter, so ein Industriell. Da hängen wir, Herr Malerbet hat ganz gut beschrieben, wo die Probleme sind. Wir haben bei den Bauschuttdeponien, bei ganz elementären Sachen, die wir im Land brauchen, geht einfach kein Problem mehr. Das ist eine Regierung vom Immobilismus an diesen Sachen. Die hat wieder eine gute Bildung, sie da hier und sie sagt, wir müssen mehr koordinieren, wir müssen in Zukunft mehr effizient sein als Gesetze, die man selber gemerkt hat, sie sind flu. Ja, so kann es nicht gehen. Wenn der Schweiz von Genève oder Singapur entwickelte Land, effektiv entwickelte Konzept für mir mal hier und als Betriebe, die wir im Land tun können, wissen, wo wir, und das ist ein wichtiger Punkt, weil Herr Feio hat am Anfang gesagt, wir sind ein offenes Land, wir wollen natürlich, dass wir ein offenes Land brauchen, wir wollen natürliche Wurstum, wir müssen just ein Wurstum haben, den wir als Land packen. Und den wir mal Blick haben, den überfordert uns. Wir wissen alle gut, wir leben auf der Straße, wir leben an Infrastruktur, wir leben an Personalmangel, ja. am Gesundheitssektor, überall. An die Hutke-Konzept. Und das ist wichtig, dass wir uns neu aufstellen, dass wir ein Konzept kreieren. Ich will ganz kurz sagen, dass mit der Europäischen Union ganz klar sind wir auch dafür, wir auch durch viele Decisionen von der Europäischen Kommission haben wir zu Diddelingen größten industriellen Problem, den wir nicht gehört hätten, wenn noch die Regierung gegenüber der Europäischen Kommission viel mehr dezidiert abgetreten wäre. An Priorität, das Selbstverständnis, dass wir Betriebe hier kriegen, sicher ist das vor, die hier im Land passen, aber vor allem auch mal für die Betriebe hier im Land, auch da, dass sie Wurstum, die unbedingt Fläche brauchen, unbedingt Industriezone brauchen, die Betriebe, die kleinen und Mittelbetriebe, die überhaupt nicht berücksichtigt sind, die brauchen Flächen hier im Land, auch Herr Michel hat das und Herr Malerpen hat das betont, und da hat die Regierung, die einfach nicht effizient ist, das nicht fertig spricht. Und da gingen wir auf jeden Fall aussetzen, für die Probleme mal zu lesen, die man in diesem Bereich schon. Also, wenn er lebt, das ist nur so. Ich meine, wir haben ein ganz großes Ungleichgewicht am Blick am Land. Ich meine, wir haben die Ballungsgebiete, da muss es natürlich auch so, wie den Herr Michel doch gesagt hat, ich meine, und die auch, Madame, wo man muss aufpassen, dass man den Dorfcharakter erhalten, Patrimoine, weil an Teich bauen und so weiter, das verändert das Land ganz viel. Wenn du die aktuellen Ausstellungen, die sind, look, du hast da logisch Wert von 35 Quadratmeter Wohnfläche pro Person als Zukunftsmodell. Also, das sind alles Entwicklungen, die da zusammenhängen, wo man einfach so mal stoppen muss. Ich meine,
Lebensqualität hat man ge. Mit den fundamentalen Problemen entstehen, denen aber muss gesehen, dass aber dass die ländlichen Regionen Norden und Osten aber durch einen Run hängen. Bei der Mobilität, wir haben gesehen am Norden, wo man die Probleme haben mit dem Eisenbahntunnel, wo ein Feierspuren Straße Eisenmeinung noch ist kommen am Norden. Wir haben die Probleme von der Infrastruktur medikal. Ich meine, all das hängt schon damit zusammen. Wir haben am Osten keine Maison medikal. Wir haben am Norden, wenn man hier krank kann, dafür einen Stund an Stadt am Wand, wie man einem kranken kann, dann kann eine Klinik auch hier nicht groß genug. Das ist ja überall, sind die Probleme mit Police, Sicherheit um Land. Für auch das Beispiel zu nennen, wir haben hier praktisch kein oder nicht genug Kommissariate, die rund um Dauer funktionieren. Das ist immer besagt. Aber wenn ich von Lebensqualität oder einer Homogenität am Land schwätze, das gehört ja, dazu. Medizin, alles. Just, wie will das machen? Ihr könnt ja aber nicht überall an all Dorf ein Spidole, Police, Büro. Nein, das ist schon nicht. Aber wir haben vom Land Deisleger an die ganze Nordregion, wo praktisch keine Infrastrukturen an dem sind, funktionieren im medizinischen Bereich. Ja, und dann ja. Und da wird gesagt, müssen wir eine Homogenität am Land tun, ja, in den Ballungsgebieten, ja. Und, aber du hast dann vielleicht ein Problem, dann hat ein Problem Lebensqualität mehr. Aber wir müssen die ländlichen Regionen mitholen und da fehlt es aber ganz stark, weil da gibt es keine überzeugenden Konzepte, weil guckt, wie es ist, die Realität. Du könntest auf den Erfahrung reagieren und dann eine Reaktion zum Thema Grand Region. Ich meine, den Erfahrung hast vielleicht amüsiert oder wen da immer ausgedrückt wird, mit das nicht amüsant, wenn ihr am Norden im Land wohnt, dann tut ihr das Problem, dass zum Beispiel mit Postfilialen zugehen. Ne? Da sind Postminister unter anderem. Bankfiliale löserlös verschwunden. Und was der Turm ist gesagt hat, sein Parteikollege, den Herr Bauschütte, was das an CAU geht, eine Administration, die mir überwählen, nur innen verlöscht, dass die Leute am Norden vom Land die Friedhof, wenn sie administrativ die machen und dürfen mich weit zu fuhren. Also das Bild ist ein bisschen mehr komplex, wie die das heute weisen. Was die Grand Region geht, das ist auch ein Dossier, wo eigentlich nie viel geschieht ist in den letzten Jahren. Das ist immer nie wie Lernsch gelaufen. Ich meine, wir müssen die Großregion effektiv viel mehr abbauen und müssen auch aufpassen, dass wir Interessen dabei aber auch als Lützeburg können herren. Wir können einfach so einen Betrieb gehen nach Frankreich. Wir müssen gucken, dass wir das machen, was auch an anderen Grenzregionen in Europa eben geschieht. Dass wir vielleicht mit den zuständigen Instanzen, den nationalen Regierungen zusammensetzen und grenzüberschreitende Industriezonen mit besonderen Steuerregeln, mit besonderen Arbeitsregeln und so können definieren am Kader vom europäischen Recht. Manches als möglich, es soll gemerkt gehen. Und fehlt. Was wir ein bisschen gemacht haben in letzter Zeit, wo wir auch mehr machen können, dass wir Büros und die Grenzen anzurichten oder Strukturen und die Grenzen, wie wenigstens die Verkehrssituationen am Land ein bisschen zu erleichtern. Das sind auch interessante Aussätze mit Grand Region als eine Chance, aber sie muss umgepackt gehen und das ist ein Dossier, den am Blick nicht auf jeden Fall nicht seriös genug gemacht. Also wir kritisieren ja, dass wir an den letzten Jahren mehr so gebetoniert haben am Land wie an all den Jahren für die Runde. Das geht schon viel sehr. Wir sind natürlich auch der Meinung, dass man soll gucken, wie die Versicherung aufzusetzen. Ja, null wäre ideal, auch wenn das nicht realistisch ist. Aber das hängt schon mit der ganzen Wurstumsdebatte zusammen. Und das sind die, die wir wollen aufhaken. Und es geht schon nicht mehr, wenn wir die Wurstum in der Kontrolle kriegen, dann macht die Versicherung können reduzieren. Ja, mit Versicherung, eine von den Ideen für die Versicherung zu reduzieren, also bestehendem Abbauen, und etwas, was auch schon am IVL war, für zu suchen mit Dichtbauen, du so da aber, nee, mit Dichtbauen, das wollen wir nicht. Da hängt schon alles mal nicht zusammen. Der Bevölkerungswurstum aus der Judat wird gegen Forcieren für mit dicht zu bauen. Und auch da so, wenn wir ein anderes Wurstum haben, dann ist auch der Bevölkerungswurstum ein anderes. Wird alles ganz stark um Herz leiden. Aber im Moment ist schon der Logementsbedarf, ohne dass man ja, explosive Bevölkerungswurstum haben, schon so, dass sie mit dicht bauen müssen. Wir haben ein enormes Bevölkerungswurstum pro Jahr. Wir sind Europameister am Bevölkerungswurstum pro Jahr. Und dafür packen wir das schon nicht. Wenn wir so weitergehen, wie die Lotprojektionen sind, dann geht das schon immer noch mehr schlimm. Das heißt, wir müssen das überdenken. Das ist ja nicht nur am Logement der Fall, das an den medizinischen Infrastrukturen, an den Schulen, das überall. Das heißt, das ist auch das, was wir wollen proposieren, nämlich eine Defreflexion über den Wurstum, wenn wir das machen, aber wenn wir einen Auftrag von den Leuten kriegen, wie die Reformen durchzuführen, dann packen wir natürlich auch für die Versicherung vom Land an Grenzen zu halten.